tut noch weh, aber das ist einfach auch, weil es steif ist. Knochen ist gut für Halt. Worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, war, dass ich einfach gemerkt habe, also ich ziehe irgendwie aus jeder Verletzung neuerdings irgendwas Geiles raus. Und aus dieser Verletzung, also aus der letzten Verletzung an meinem Fuß, habe ich ja schon ein Video gemacht, was ich daraus gezogen habe für coole Sachen, ohne Scheiß. Und hieraus habe ich wieder was Cooles gezogen. Also jetzt nicht ganz so spektakulär wie bei meinem Fuß, aber einfach, wie geil der Körper sich selbst heilt. Jetzt mal ohne Scheiß, das können wir das mal kurz zu schätzen wissen, weil das ist halt voll das Wunder. Also der Körper an sich ist ja voll das Wunder. Und es ist nicht, dass es jetzt eine neue Erkenntnis ist, aber ich spüre das jetzt nochmal viel intensiver. Weil einfach der Knochen war ja kaputt so und der Körper hat es einfach von selbst wieder geheilt. Und ich finde es einfach, das ist einfach ein Wunder. Ich finde es einfach krass, was da so für Prozesse innen drin stattfinden. Damit habe ich mich nämlich voll auseinandergesetzt und die ganze Anatomie der Hand gelernt. Ich kann dir jetzt sagen, wie die 8 Handwurzelknochen heißen und wo die liegen und alles. Und ja, das habe ich nicht vergessen. Das weiß ich jetzt seit 2 Monaten. Das ist richtig cool irgendwie. Also einfach interessant. Jetzt nicht, oh, guck mal, was ich weiß, sondern einfach, es ist interessant deswegen. Also, genau. Und ich finde, das gibt uns irgendwie auch so ein bisschen das, wie soll ich das erklären, das veranlasst einen dazu, auch in seinen Körper zu vertrauen und auch, ja, in den Körper zu vertrauen, so, dass der das schon macht. Es gibt ja so viele Sachen, die man haben kann, zum Beispiel auch psychische Krankheiten. Manche Menschen haben Angst, also ich sag mal so, bei Panikattacken haben ja auch manche, dass sie auf einmal nicht mehr schlucken können, dass sie auf einmal vielleicht nicht mehr atmen können und so weiter und so fort. Und Angst, nie mehr einzuschlafen und so. Und das ist so eine Erfahrung, wo wir einfach sehen, dass wir unserem Körper vertrauen können, der macht das schon irgendwie. So, wir müssen das nicht kontrollieren, wir dürfen loslassen und die Verantwortung unserem Körper abgeben. Und das ist halt einfach so, irgendwie, man weiß es eigentlich, aber ich finde, wenn man gerade nochmal so eine Erfahrung macht, also bei mir zumindest jetzt mit meiner Hand war das so, ist mir das nochmal bewusster einfach geworden. Und das ist so ein perfektes Beispiel, dass, ja, dass der Körper es schon irgendwie macht. Ja.